Heute gibt es eine wärmende und kraftspendende Rindfleischsuppe. Super einfach gemacht und gerade dann immer wieder total lecker, wenn da draußen mal wieder so viele Krankheitserreger und Viren im Umlauf sind. Aber auch sonst schmeckt die Suppe echt super. Für die Suppe benötigt ihr auch nur Porree bzw. Lauch, den ihr schon putzen und in Scheiben schneiden könnt, Knollensellerie, den ihr schälen und würfeln könnt, Blumenkohl, der einfach nur in Röschen geteilt werden muss und Möhren, die ihr schälen, längs vierteln und in Stücke schneiden könnt. Dieses Gemüse könnt ihr dann auch schon in eine Schüssel geben und gut miteinander vermischen. Dann braucht ihr noch Zwiebeln, die ihr einfach nur halbieren braucht, Lorbeerblätter, Pfefferkörner, Salz, Schnittlauch und wer möchte auch beliebig frische Knoblauch und frische Chili. Außerdem benötigt ihr noch Beinscheibe und wer möchte auch Nudeln oder Reis, ich habe diesmal Muschelnudeln genommen. Das genaue Rezept mit allen Mengenangaben findet ihr auf meiner Seite www.senfdazu.net und die genaue Adresse dahin habe ich euch auch überall hier im und unterm Video verlinkt. Die Zubereitung ist ganz einfach. Die halbierten Zwiebeln gebt ihr in einen großen Topf und bräunt sie ohne Öl etwas an. Wer mag, könnte auch noch ein, zwei Hände voll Gemüse hinzugeben und sie ebenfalls etwas Farbe bekommen lassen. Dann gebt ihr Lorbeerblätter, Salz, Pfefferkörner, gegebenenfalls die frische Chili und Knoblauch, die Hälfte des gesamten Gemüses und die Beinscheibe bzw. die Beinscheiben hinzu und füllt anschließend alles mit ganz kaltem Wasser auf. Kurz umgerührt, gebt ihr dann den Deckel drauf und lasst alles für gute 2 bis 2,5 Stunden bei geringer Hitze simmern. Es dauert einige Zeit, bis das Wasser heiß genug ist, sodass es leicht köchelt, aber das muss auch so. Nach circa der Hälfte der Zeit sollte die Suppe in etwa so simmern wie hier gerade. Aber auf keinen Fall sollte die Suppe großartig kochen. Ist die komplette Zeit verstrichen, sollte die Suppe gut durchgezogen sein. Ihr könnt sie nochmal kurz umrühren und dann durch ein feines Sieb bzw. am besten durch ein Passier- oder Abseituch geben. Die Beinscheibe nehmt ihr dann auch raus und stellt sie kurz zur Seite. Übrigens, so ein Passier- bzw. Abseituch ist übrigens nicht nur dafür gut, um das Gemüse super aufzufangen und die restliche Brühe nochmal etwas rausdrucken zu können. Mit so einem Tuch bleibt viel mehr von den Rückständen und Vertrübungen im Tuch, was der Suppe wirklich sehr zugute kommt. Die Suppe gibt ihr dann jedenfalls wieder zurück in den mal eben sauber gemachten Topf und erhitzt sie nochmal. Gleichzeitig könnt ihr jetzt auch die Nudeln kochen. Und in die Suppe gebt ihr dann die andere Hälfte des Gemüses hinzu und lasst dieses nochmal für 5 bis 10 Minuten leicht köcheln. Ich halte mich da immer an die Möhren, wenn die fast gar sind und noch Biss haben, dann ist die Suppe in jedem Fall soweit fertig. Und während das Gemüse köchelt, könnt ihr von der Beinscheibe auch schnell noch den Knochen und das Bindegewebe entfernen, also so, dass ihr nur noch das magere Fleisch übrig habt. Übrigens, ich weiß nicht, ob das jemandem vielleicht auch schon mal passiert ist und es ist auch eigentlich gar nicht schlimm, aber entfernt ihr das Bindegewebe nicht oder lasst ihr einfach zu viel dran, könnte es passieren, dass die Rindfleischsuppe im Kühlschrank geliert. Ihr habt dann quasi Rindfleischwackelpudding. Ihr braucht aber keine Angst haben, wenn ihr die Suppe dann erneut erhitzt, wird die Suppe wieder ganz normal flüssig, also alles in Ordnung. Das Fleisch kommt dann wieder zurück zur Suppe und wird einfach nochmal mit erhitzt. Dann könnt ihr noch schnell den Schnittlauch schneiden, beliebig zur Suppe geben und dann ist die Suppe eigentlich auch schon fertig. Ich persönlich lasse die Nudeln oft getrennt von der Suppe, da ich gerne auch mal etwas mehr mache und sie so noch gut einfrieren kann oder einfach auch nochmal flexibel andersweitig verwenden könnte. Denn wenn erst einmal die Nudeln in der Suppe sind, werden sie ja bei jedem erneuten Garvorgang auch wieder weicher und das möchte man ja auch nicht. Aber macht es gerne auch, wie ihr das mögt. Ihr könnt die Nudeln natürlich auch gerne direkt mit in die Suppe geben. Ich hoffe, euch hat das Rezept gefallen und ich habe es auch einfach rübergebracht, sodass ihr jetzt vielleicht Lust bekommen habt, es einfach mal auszuprobieren. Ich persönlich finde die Suppe immer wieder lecker und bei mir gibt es sie tatsächlich oft dann, wenn ich höre, dass irgendwelche Viren ihr Unwesen treiben. Und wenn ihr jetzt zufällig jemanden kennt, der auch eine wärmende und kräftigende Suppe gebrauchen könnte, dann teilt doch einfach mal dieses Video oder das Rezept. Außerdem freue ich mich natürlich auch über jeden Kommentar, deswegen schreibt mir auch gerne mal, was ihr zu dieser Suppe sagt oder was ihr macht, wenn die Viren kommen. Und wenn euch dieses Video tatsächlich gut gefallen hat, dann schaut doch vielleicht auch beim nächsten Mal wieder rein. Abonniert dafür gerne meinen Kanal oder folgt mir auch gerne in den anderen sozialen Netzwerken, damit ihr Neues auch mitbekommt. Wenn wir hier mehr werden, würde mich das natürlich sehr freuen und jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Alles Liebe, danke, dass ihr dabei wart und natürlich auch bis zum nächsten Mal. Euer Pascal von senfdazu.net.